Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute möchte ich mal mit Ihnen über die Anhebung der Grundsteuer B von 480 auf 510 Punkte sprechen. Das musste nämlich gestern der Stadtrat gezwungenermaßen so entscheiden. Warum musste er das so entscheiden? Weil das Land ihn dazu gezwungen hat. Der Hintergrund: Pirmasens hat ein Defizit im Haushalt. Das hat es nicht selbst verursacht, sondern das liegt daran, dass die Verteilung der finanziellen Mittel im Land zurzeit noch verfassungswidrig ist und Pirmasens zu wenig Geld bekommt. Das ist so vom Verfassungsgerichtshof in Rheinland-Pfalz höchstrichterlich festgestellt und das Land arbeitet an einer Lösung, aber die kommt erst 2023. Deshalb haben wir immer noch ein enormes Defizit in dem Haushalt und jetzt hat das Land von uns verlangt, dass wir die Grundsteuer B entsprechend erhöhen, denn ansonsten wäre dem Haushalt nicht zugestimmt worden. Das hätte sich auf jeden von Ihnen ausgewirkt, weil das in Pirmasens einen Stillstand ausgelöst hätte bei unseren Investitionen, bei Projekten, auch bei der Besetzung von Stellen und vielem mehr. Und so trifft uns alle, auch mich selbst und die Kollegen aus dem Stadtrat, diese Grundsteuererhöhung. Wir sind sehr unglücklich darüber, dass wir diese Entscheidung treffen mussten. Es war jetzt in diesem Jahr aber nicht anders möglich, weil eben das Land hier am längeren Hebel sitzt. Wir werden aber genau schauen, was jetzt bei dem neuen System der Verteilung der Mittel herauskommt. Und haben auch noch eine Klage beim Bundesverfassungsgericht anhängig, weil wir damit rechnen, dass diese Ungerechtigkeit, die auf dem Rücken der Bürger, auf ihrem Rücken ausgetragen wird, möglicherweise sich auch künftig noch fortsetzen will. Und deswegen kämpfen wir weiter dagegen, dass wir immer wieder gezwungen werden, die Steuern so zu erhöhen, wie das jetzt in diesem Jahr der Fall war. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich hoffe, ich konnte da etwas zur Aufklärung beitragen und werde Sie weiter auf dem Laufenden halten.